Weihnachten ist das Fest der Freude, der Liebe und der Besinnlichkeit. Doch was ist eigentlich mit all jenen Menschen, die an diesem Tag einsam und alleine sind? Für sie hat die Telefonseelsorge Oberösterreich ein offenes Ohr. Einsamkeit ist natürlich ein sehr schmerzliches Thema, gerade wenn in diesem Jahr irgendwie Trennung, Tod oder Verlust war. Das muss man gut planen auch noch. Also die letzten Tage vor Weihnachten, wie möchte ich Weihnachten feiern? Passt es, wenn ich alleine daheim bin? Gibt es irgendwen, wo ich vielleicht besprechen kann, dass man gemeinsam feiert? Es gibt auch Angebote diverse, wo für einsame Menschen, die gemeinsam dann in Bildungshäusern feiern können. Es gehört einfach gut noch durchgedacht und geplant. Und wenn da niemand ist, mit dem gefeiert werden kann. Ein Anruf bei der Telefonseelsorge Oberösterreich kann die Einsamkeit zumindest etwas lindern. Rund um Weihnachten und am Heiligen Abend sitzen ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund um die Uhr vor dem Telefon und geben Zuspruch. Viele Menschen erleben Weihnachten als kein heiles, sondern belastendes Fest, sagt Barbara Lanzersdorfer-Holzner von der Telefonseelsorge. Daher steigt die Zahl der Anrufe besonders nach dem 24. Dezember. Weil sich viele nach einem Weihnachten sehnen mit Stimmung, Harmonie, Frieden und einer lieben Familie, um es mal so zu sagen. Und dann gibt es aber Kränkungen, Enttäuschungen, der Perfektionismus, der zuschlägt und einfach zu hohe Erwartungen. Und das ändert sich alles nach dem 26., 27. Und da braucht man dann jemanden, mit dem man drüber reden kann oder schreiben. Gerade in der Weihnachtszeit scheint die Differenz zwischen Wunsch und Realität groß zu sein. Unsere Sehnsüchte wollen nicht so recht zum vorweihnachtlichen Stress, den Krisen und Konflikten und der Aufgeregtheit unserer Welt passen, sagt Lanzersdorfer Holzner. Wichtig sei es daher, bereits in der Vorweihnachtszeit auf sein seelisches Wohl zu schauen. Unter Druck setzen ist nicht hilfreich. Also es wäre gut, in den Vorbereitungen schon nach den letzten Tagen jetzt zu besprechen, wie sich jeder Einzelne das Fest vorstellt, an der teilnimmt und alles möglichst gut zu klären. Die Abläufe, das Essen, die Geschenke und so weiter. Also wer bringt was mit und so. Und auch den eigenen Perfektionismus zu reduzieren. Braucht es wirklich so viel Dekoration, braucht es wirklich so viel Vorbereitung beim Essen, so viele Kekse, so eine tolle Geschenksverpackung, diese Dinge einfach reduzieren und zu schauen, es zählt einfach, und das äußern Kinder und Jugendliche auch schon, es zählt einfach die Zeit gemeinsam verbracht und weniger das Drumherum. Auf sich selbst Acht geben, das bedeutet auch, sich zu fragen. Muss ich bei jedem Termin dabei sein? Muss ich, wenn ich ein knappes Zeitbudget habe, dort und da irgendwie mich engagieren, was mitbringen und so weiter? Kann ich nicht auch mal sagen, ist mir zu viel? Und da geht es auch um, das wäre sozusagen das analoge Soziale und auch diese sozialen Medien. Muss ich überall immer checken, schauen, posten, schreiben? Kann ich nicht einmal Digital Detox betreiben? Das wäre genau für die Weihnachtszeit ein guter Vorsatz. Auch das Sparen bei vielen Familien derzeit ein Gebot der Stunde und keine Schande sei, ist laut der Referentin der Telefonseelsorge wichtig an- und auszusprechen. Mehr Wert als teure Geschenke und Essen habe die Gemeinschaft und Nähe. Finanzielle Probleme sind häufig ein großes Thema. Zudem beschäftigt gerade zu Weihnachten die Anruferinnen und Anrufer. Die Beziehungsprobleme, das sind manchmal auch Gewalterfahrungen, das sind finanzielle Probleme, das sind Verletzungen, die sie im zwischenmenschlichen Bereich erfahren haben, manchmal einfach nicht weiter wissen. Bischof Manfred Scheuer wird wie schon seit einigen Jahren die Telefonseelsorge in den Vorfeiertagen unterstützen. Er wird am Dienstag, den 19. Dezember von 18 bis 20 Uhr persönlich erreichbar sein. Ich kenne die Leute großteils nicht. Da gilt es einmal zuzuhören und dann zu schauen, welche Ressourcen sie in ihrem eigenen Leben haben, was ihnen Kraft gibt, was ihnen vielleicht einen Schritt weiterhilft. Beziehungsweise auch, wer ihnen weiterhelfen kann, also die Vermittlung auf andere Beratungsinstanzen oder auch auf einen Arzt.
Ein offenes Ohr für seine Landsleute hat am Mittwoch, den 20. September, eine Stunde lang von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr auch Landeshauptmann Thomas Stelzer. Auch er wird unter der Notrufnummer 142 erreichbar sein. Also natürlich gehört es zu meiner Aufgabe, dass ich viel mit Problemlagen der Leute befasst werde. Daher glaube ich auch, ein gewisses Sensorium zu haben. Aber was ganz wichtig ist, das Zuhören, das Ausreden lassen, denn das ist ja Teil des großen Angebots der Telefonseelsorge, dass einfach das Gegenüber vermittelt bekommt, ich höre jetzt nur dir zu, deinen Sorgen, deiner Bedrängnis, die du hast. Und das ist schon etwas, was eine Konzentration erfordert. Und vor dieser Aufgabe habe ich auch Respekt und danke auch denen, die das ganze Jahr über diesen Dienst leisten. Menschen zu helfen, die einsam oder verzweifelt sind, ist das Ziel der Telefonseelsorge. Sie ist daher nicht nur an den Weihnachtsfeiertagen, sondern das ganze Jahr rund um die Uhr für alle Sorgen und Nöte unter der Nummer 142 kostenlos erreichbar.